Ja, dann mach mal. Willkommen zurück zu einem neuen Pod. The Legend of... Nein, Quatsch. Ab. Mario Kart 8 Deluxe. Alter, ist der Freddy. Und du, weil du am Anfang irgendwas gesagt hast. Bevor ich überhaupt irgendwas gesagt habe. Ja, wie immer halt. Ja. Ja, warum du das letzte Wort immer haben musst, oder das erste? Hast du wohl eine Eiermännern? Zwei. Wer hat da gerade so geschrien? Das war Eni. Luigi! Oh, komm, der Brownie, der spielt jetzt auch Mario Kart. Das ist ein alter Schulkamerad. Oh, ja, mein Motorrad, das Flammenbike. Zwei Räder sind hier nicht für mich. Tja, ich überlege gerade, ob ich vielleicht mal mit dem Motorrad fahren sollte, aber das ist ja wieder schlechter eigentlich als das andere, was ich die ganze Zeit benutzt habe. Ich probiere mal das Ding aus. Mal kriegen wir dann noch irgendwie Tempo raus. Warum kann ich nicht random nehmen? Was soll denn das? Ne, also das ist ja echt schon das meiste. So, kriegen wir hier vielleicht noch irgendwas? Ne. Okay, ich fahr mal mit dem. Der Karre! Das steht dir gar nicht. Die Route? Ne, das Motorrad. Das ist ein Dreirad. Ein Dreirad. Geil, ein Dreirad. Er hat drei Räder, also ist es ein Dreirad. Twike nennt sich das bei motorisierten Fahrzeugen. Oh, das ist ein hässliches Ding. Bim, 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 Jetzt fangen wir wieder an mit dem Pilzekab. Schatz, hast du auch so eine tolle, komische Stimme? Hm. Ja, zeig die mal. Nee, komm, das funktioniert gerade nicht. Ja, probier's doch mal mit Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Oder sag einfach Hakuna Matata. Diesen Spruch sag neben ich mir sitzt ein Spinner. Und wenn er nicht bald leise ist, hau ich ihm eine rein. Oh wei. Du bist ja gemein. Nee, realistisch. Hä? Realistisch? Das hat eine reinhauen mit Realismus zu tun. Naja, hab dich das hat eher was mit Gemeinheit zu tun. Nein, ich hab dich ja vorgewarnt gerade. Okay, drei Sachen haben mich getroffen. Schade, dass du nicht in die Bananenschale reingefahren bist. Nützt was, ey. Hab dir die extra im Weg geworfen, deswegen. Hab gesehen. So. Oh, Mario, geh weg. Oh, trifft mich mein eigener grüner Panzer. Merkst du den Unterschied bei den Schrecken? Ja. Ich muss mich mehr konzentrieren. Oh nein, wir haben nur noch 30 Minuten übrig. Dann müssen wir unsere Eltern fragen, ob wir weiterspielen dürfen, Schatz. Oh nein. Mein Papa wird nein sagen. Oh. Und deiner? Meine, die würden sagen, mach doch. Stimmt, die interessiert das ja nicht. Die hat das nicht interessiert. Ja. Boah. Alter, Scholli. Ah. So. Ja, die fällt natürlich ins Nirvana. Nice, nice, nice.
Bananenschalen. Bye bye. Ich bin schon glücklich, dass die Steuerung nicht auch spiegelverkehrt ist. Das wäre jetzt nochmal voll Ding, oder? Steuerung ja, spiegelverkehrt. Dann hast du nämlich mal rote Folie. Hä? Nein, oder? Ja, finde ich das toll. Oder? Nein, ihr seid so eine Ärsche. Wisst ihr das? Aber ihr seid immer Bananen gefahren, geil. Je, yeah, trotzdem erster. Komm, fünfter werde ich nur. Ja, sechster. Nur wegen deiner Scheißbanane! Das war wegen deiner Schadenfreude. Wenn du gesagt hast, da klatscht gleich. Wie? Kannst du es nicht ertragen? Kein Beifall, Mann. Kannst du nicht ertragen, ne? Ja, du musst dann noch ein bisschen Hausritt machen, ne? Kannst du nämlich nicht ertragen. Ja, doch, mehr als du. Mehr als die Niederlage auf jeden Fall. Na, dann mach mal den ganzen Haushalt, den ich sonst mal in der Woche mache. Das finde ich gut. Das sehe ich jetzt. Oh, heute kommt noch was zu tun. Stimmt, willst du mir alles für morgen lassen? Nein, aber ich habe... Mein Plan ist heute, halt mein Aufnahmestudio von hier wegzubewegen in einen separaten Raum. Oder? In einen separaten Raum ohne Licht. Ohne Licht, genau. Stimmt, ich brauche da noch eine Lampe. Scheiße. Das ist so eine kleine Stehlampe von Leo, ne? Ja. Also das ist ja nichts für mich, das Spiel ist verkehrt, ey. Ja, aber letztendlich hat es... Es ist dir total egal, ob du die Strecke nun rechts rum oder links rum. Nee, weil ich immer falsch drücken will. Wie falsch drücken? Wenn ich vorher nach links musste, muss ich jetzt nach rechts und andersrum, so wie hier. Naja, das, du musst quasi einfach deine Gewohnheiten wegmachen. Ja, das ist genauso wie im Straßenverkehr. Die Leute fahren auf Strecken, wo sie eigentlich nur 30 fahren dürfen, trotzdem weiterhin 50. Aus Gewohnheit. Das heißt, die gucken gar nicht auf die Schilder, sondern die fahren einfach nur, haben sich einmal eingeprägt, wie sie da zu fahren haben, und fahren dann halt denselben Scheiß, den sie da immer fahren. Selbst wenn da nur 10 km/h fahren, ja, die fahren da trotzdem 50. Verstehst du? Und das musst du auch ablegen. Einfach Gewohnheit ablegen, dass du da nach rechts willst oder einfach nach links. Ja? Also sprich, einfach warten, was kommt, bevor du lenkst. Das mache ich doch auch. Mein Gott. Würde die nicht mit bei Leo sein? Dachte ich. Dachte ich eigentlich auch. Ich gesagt, die will mit der spielen. Schauen wir mal gleich. Schon rausgeschmissen, weil sie jetzt Pferdchen spielen wollen. So. Nicht wahr, Alter. Ich frag mich sowieso, wie ihr unter Wasser getroffen werden konntet. Ich glaub, rennen. Du wartest immer zu lange mit diesen Speed-Items. Auf einer Geraden. Ich war gerade auf die Schaukel in der Gondel konzentriert. Das ist dein Problem. Konzentriere dich nur aufs... Alter, und dein Bein stört. Das, ich mein sitz schon, steht nicht richtig. Ey, ich sitze schon die ganze Zeit so. Ich sitze die ganzen Aufnahmen schon so. Auf einmal stört's dich. Die ganze Zeit schon. Ja, ja, ja. Heute, das ist wahrscheinlich der Part. Mich stört heute alles. Hermann. Was, Hermann? Okay. Ich hab gesagt, ja, Mann. Ach so. Nee. Stört mich. Die Hexe ist wieder da. Ja, gar nicht. Klar. Nein. gerade nur ein Lachsack. So. Ein Lachsack. Stimmt, ist ein Sack.
Jung. So. Und so. Ey, komm hier, nicht klar. Lösch deine Erinnerungen an die Strecken. Denk einfach so neue Strecken, die du noch nie gespielt hast. Dann geht's. Seht nur nicht mal weiter. Zeigt bestimmt gleich meine eigene Banane. Alter, ich hasse diese Blitze, ey. Die stören mich. Oh, wo ist denn die Banane gelandet? Ja, warum ist er schon früher groß als ich? Was soll denn das? Für miese. Ja, was macht jetzt hier? Warum weint die denn? Na, weil sie weint. Weil sie wieder hier ist, weint sie. Ja, aber warum ist sie hier? Wie ist sie hierher gekommen? Wurde getragen. Von wem? Ja, bestimmt nicht von einer Eni, sondern von einer Leonie. Ey, schon Alter. Wieder an derselben Stelle. Mann, was soll denn das? Ja, hier kann ich wieder driften, obwohl ich klein bin. Check ich manchmal nicht, warum das manchmal geht und manchmal wieder nicht. Hä, warum? Da war doch gar keine Bananenschale. Hä? Was war das jetzt? So. Mir ist kann jetzt ein blauer Panzer kommen. Ich bin erster Sache. Ja. So. So, habe ich wen treffe damit. Jetzt bin ich wieder erster. Komisch. Komisch, ich bin schon wieder achter. Nein, die Bananenschale! Dreck! Oh Mann, gibt's nicht. Oh, dieser Schummler. Der hat die da hinprogrammiert. Dieser Dover. Schon wieder nur 2 Sterne hier und wieder 3 Sterne. Weiter geht's, was Schatz? Was ist denn das hier? Eine Hupe. Bauch rein, Brust raus oder was? Bist du blöd, alter Fetti? Ich bin Mr. Fetzo, ja? Alter Fetti. Da kriegt man 3 Kinder nacheinander. Hä? So war das gar nicht gemeint. Siehst du, du legst wieder Sachen gar nicht so aus, wie man die gemeint hat. Wo ist denn die rote hin? Klatsche die rote. Ja, komm. Meine Güte. Ja, und den kriegt er nicht mehr. Dreck, 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 Dreck. Was? Irgendwie funktioniert heute gar nichts. Naja, wenigstens hat das gerade noch so funktioniert. Keine Items, ist auch immer gut. So, Bams. Bams. Ist jetzt mein Stuhl weggeschoben? Nee. Ich fühle mich aber auf einmal so weit weg hier in meinem Bild. Das Gefühl ist kleiner geworden.
nicht weggeschoben. Na, die Kurve war heftig. Schmeißt mir die selber wieder im Weg, ey. Warum springt er denn da nicht? Mein Gott! Mann! Ist denn das hier? So ein Dreck! Ich hab keine Items. Die ganze Zeit war ich Erster. Und ich habe keine Items gekriegt, ja, um mal Luft malen. Vorne zu kommen, Mann. Ja, jetzt bin ich auch noch Zweig da hier. Ja, natürlich. Scheiß Cheater, ey. Dreh dich mal um, gib mir mal was zum Trinken, bitte. Ist das Trinken nicht bei dir? Stimmt, kannst sitzen bleiben. Ja, schön, jetzt steh ich. Dann nimmt man das aus dem Kühlschrank. Was ist denn da drin? Mein Eistee steht hier oben noch. Oben, Heike gesagt. Mega bin ich voll. Na doch, du bist wie Leonie. Man sagt dir oben und du kickst du unten. Hast gerade geflüstert. Du hast nur gesagt, mein Eistee steht da drin. So, ich mach auf und du fängst an zu flüstern. Das Spiel ist lauter als du. Das habe ich dir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Wenn du flüsterst, höre ich dich nicht. Toll. Nur wegen den scheiß Cheaterbots. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao, Leute. Tschüss. Flüster doch nicht. Und sagst du jetzt schon Tschüss? Hä? Ist doch vorbei. Ich hab, glaube ich, schon wieder weggedrückt, ich Idiot. So. Im nächsten Part, ciao. Ciao, 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 ciao. Mit Au. Au. Nee, ciao mit Au. Tschö mit Ö. FF.